Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video gibt es mal ein Update zum schnellsten Freifunk Deutschlands und zwar nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, dieses Video wird in mehrere Teile unterteilt sein, da das ein laufendes Projekt wird. Ich hoffe zumindest, dass es dieses Mal ein laufendes Projekt wird. Und zunächst mal, ich habe schon länger nichts mehr zum Thema Freifunk gemacht, aber das Ganze soll weiterhin auf dem Kanal präsent sein und ich möchte damit auch weitermachen. Jetzt hat sich einiges ergeben mit dem Freifunk, sodass ich denke, dass sich die Reihe mal wieder lohnt, nach vorne zu bringen. Denn am Wochenende war der Felix da von MyFunkoLive. Der kennt sich ja mit dem Freifunk-Thema noch etwas besser aus. Und mit ihm zusammen habe ich mein eigenes Freifunk-Gateway, also meinen eigenen Freifunk-Server, wieder zum Laufen gebracht. Und außerdem angefangen, meinen eigenen Access-Point wieder aufzusetzen. Dazu habe ich mir eine neue Fritzbox angeschafft, die Fritzbox 4040, die hoffentlich etwas mehr Performance hat als meine ganzen günstigen Router, die ich vorher verwendet habe. Damit erhoffe ich mir, dass das schnellste Freifunk Deutschland dieses Mal auch noch etwas schneller wird als zuvor. Und am Wochenende haben wir die Freifunk-Firmware auf der Fritzbox 4040 zum ersten Mal installiert. Auf dem Gerät hier, was wir installieren wollen, haben wir tatsächlich ein Problem. Und zwar, es gibt keine offizielle Firmware. Und deshalb nehmen wir die von Adrian. Und der macht auf seiner eigenen Seite extra Freifunk-Images. Die laden wir jetzt einfach mal herunter. Das Ganze zu installieren ist nicht ganz so einfach. Man benötigt nämlich ein kleines Skript, denn die Fritzbox lässt es nur zu, die Firmware zu überschreiben, während man die Fritzbox gerade startet. Um den richtigen Zeitpunkt abzupassen, hat jemand eben ein Skript geschrieben, das quasi auf den richtigen Moment wartet und dann der Fritzbox die Firmware unterschiebt. So, dann würde ich sagen, LAN-Kabel, in welchem Port? Einen von den LAN. Ist egal welchen? Müsste egal sein. Ich nehme immer LAN 1. Mhm. Hört sich besser an. So, und Strom. So, einmal Rechtsklick, PowerShell und dann das Skript ausführen. Genau. Und dann heißt das Ding irgendwas mit Fritz. Genau. Und dann, let's go, der Hase. So weit, perfekt. So gut. Und jetzt? Jetzt müssen wir von den ganzen den Power-Knopf drücken, beziehungsweise das Netz einmal rausnehmen. Ja, einfach rausnehmen. Dann stecken wir das wieder ein und müssen Enter drücken. Genau, jetzt verbindet er sich und versucht den ganzen Kram hier. Und das hat geklappt, sehr schön. Das Ganze haben wir auch nach einigen Versuchen geschafft. Ehrlicherweise muss man sagen, dass das ganze Projekt nicht ganz so einfach war und sich doch deutlich länger gestaltet hat, als ich gedacht hätte. Deswegen packe ich euch mal links unten in die Beschreibung dazu, wie das Ganze im Detail funktioniert. Das werdet ihr diesem Video wahrscheinlich nicht so gut entnehmen können. Außerdem, ganz wichtig zu erwähnen, das Ganze ist eben die einfachste Form der Firmware, das heißt einfach installieren und das Ganze sollte dann theoretisch eben laufen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, dass man sich seine Firmware so weit modifiziert, dass sie sich direkt mit dem Gateway verbindet. Dabei benutzt man aber ein sehr neues VPN-Protokoll namens WireGuard und das ermöglicht es eben in der Theorie deutlich schnellere Geschwindigkeiten zu erreichen. Das Ganze habe ich jetzt allerdings noch nicht auf der Fritzbox getestet, werde ich aber dann auch ausprobieren und hoffentlich damit dann nochmal die Speeds erweitern können. Außerdem möchte ich noch erwähnen für die ganzen Leute, die jetzt da drunter kommentieren würden, wie auch unter dem letzten Video, dass sie ein schnelleres Freifunk haben. Wenn ihr das machen möchtet, dann seid bitte so fair, benutzt erstens ein wirkliches Freifunknetz und nicht einfach irgendeinen Access Point, den ihr in Freifunk umbenennt. Zweitens solltet ihr dann einen ganz normalen Router benutzen und nicht einen Computer, der natürlich wesentlich schnellere Geschwindigkeiten erreichen kann als so eine Fritzbox beispielsweise. Und drittens, packt bitte zusätzlich zu einem Speedtest auch noch eure Router-Konfiguration am besten mit in den Kommentar, damit jeder nachvollziehen kann, was ihr überhaupt für eine Hardware verwendet. So, und damit war es das dann auch schon von diesem ersten Teil des Videos, wie wir das Ganze aufgesetzt haben. Im zweiten Video zeige ich euch mal die Ergebnisse davon und dann im dritten Video werden wir das Ganze eben erweitern und hoffentlich im vierten Video dann noch bessere Speeds erreichen. Ich hoffe, euch macht diese Freifunkserie Spaß. Wenn euch das keinen Spaß macht oder ihr weitere Videos davon sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder am Mittwoch um 16.30 Uhr. Bis dann, haut rein und ciao. Dann einmal, zeig mal, dass es geht. Ruf mal wie YouTube oder so auf. Perfekt, das scheint zu klappen.